So, und willkommen zurück bei Let's Play Dragon Quest 6, Wander zwischen den Welten. Nochmal zu den Störgeräuschen. In meiner Aufnahme. Ich höre die immer noch, ihr wahrscheinlich auch, weil ich es euch gesagt habe und ihr da dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen drauf geachtet habt. So wie das für mich klingt, auch wenn ich mir mal Google angucke, sind das Festplattengeräusche. Hatte ich noch nie das Problem, dass meine Festplatte hörbar war bei der Aufnahme. Ich weiß nicht wirklich, woran das liegt. Ich schätze, dass mein PC vielleicht einfach im Moment ein bisschen überlastet ist, weil er auch schon den ganzen Tag läuft. Das tut er sonst eigentlich auch, deswegen weiß ich nicht, ob das sein kann. Aber ich werde das morgen auf jeden Fall nochmal probieren. Ansonsten, ich weiß nicht, also ich werde weiter aufnehmen so. Also sonst werdet ihr wahrscheinlich eine ganze Weile keine Videos bekommen und auch wenn das Klackern leicht hörbar ist, finde ich nicht, dass es ein schlimmes Störgeräusch ist. Es stört mich nur halt persönlich, weil ich sonst einfach immer ein glasklares, eine glasklare Soundaufnahme hatte mit diesem Headset und mit meinem Computer. Ich hatte nie irgendwelche Hintergrundgeräusche, kein Rauschen, kein gar nichts. Ich hatte immer völlige Stille und das nervt mich jetzt, dass es klackert und ein bisschen rauscht. Das Rauschen hört man aber nicht, weil das natürlich von dem Ingame-Sound überlagert wird. Aber ich höre jetzt auch auf zu quatschen und laufe mal weiter. Es nervt mich persönlich nur halt ein bisschen, weil es war sonst immer so eine perfekte Aufnahme und jetzt so ein Kack. Es könnte auch, ich werde auch nochmal schauen, ob das der Lüfter ist, ich weiß es auch nicht so genau. Oh, anscheinend hat da gerade jemand ein Level-Up. Rebecca! Ja, apropos, Level-Up, oh. Mantel des Meidens, ja gut. Apropos Level-Up. Sogar Dingens hier, sogar Adriel bekommt jetzt endlich auch andere Werte als Stärke. Also langsam wird er sinnvoll, auch wenn seine Werte im Vergleich zu denen der anderen noch echt schlecht sind. Richtig schlecht. Aber er hat, ja gut, die LP sind mittlerweile ganz ordentlich, aber so einige andere Werte. Was mich an Milena im Moment total nervt, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie erst Beherrschungsgrad 2 bei ihrem Beruf hat, bei Zauberin, aber sie hat noch keinen Angriffszauber gelernt. Noch keinen einzigen. Das stört mich persönlich ein bisschen. Weil sie soll ja eigentlich zaubern. Und im Moment kann sie halt nur diesen Blitzstab benutzen, obwohl der ist in diesem Moment nicht mehr sinnvoll. Der kann halt mehrere angreifen, aber nur, wenn die halt zusammen in einer Gruppe sind. Aber hier bei dieser Karte ist das Problem, dass immer die Monster in verschiedenen ganz viele verschiedene Monster auf einmal angreifen. Das heißt, sie sind nicht zusammen in einer Gruppe. Und das heißt, das nervt. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Dann geht's hier jetzt wohl weiter. Da ist nix. Dann gehen wir hier hoch. Nachdem wir diese Monster platt gemacht haben. Es sind mehrere. So. Oh, in zwei Gruppen, wie herrlich. Ja, sie greift jetzt so an. Ich glaube, die sind ziemlich magieresistent. Wenigstens. Was habe ich mit ihm jetzt gemacht? Auch auf Angreifen? Ich wollte eigentlich, ihn mal Amarok heilen lassen, aber irgendwie. Hä? Oh Mann, ich bin so dämlich. Wie komme ich darauf, Mega-Stärkung anzuwenden? Keine Ahnung. Whatever. Brutzel? Ha, das tut bestimmt weh. Ja. Aua, aua, aua. Ah. Okay, angreifen. Und dieser Stab von Gent ist tatsächlich nützlich zum Heilen. Ich dachte, man müsste den ausrüsten, um den im Kampf verwenden zu können, aber das muss man gar nicht. Deswegen ist es in der Tat intelligent, den zu benutzen zum Heilen, weil der heilt auch gut. Nicht nur so ein bisschen was. Wie diese Heilkräuter zum Beispiel, die bringen bei mir mittlerweile, glaube ich, gar nichts mehr. Weil so viel Damage, wie die Gegner die Runde machen, so viel heilt das Kraut vielleicht auf. So ungefähr. So, nur ist da eine Brücke. Und Wammer. Ja, du machst mal das und du heilst mal. Ja, Milena, die hat weniger als du. So. Ja, gegen die Viecher ist das schon sinnvoller, dieser Angriff. So jeden 20 bis 30 Schaden kann sich schon sehen lassen, finde ich. Vor allen Dingen dafür, dass sie eigentlich halt normal zaubern sollte, was sie natürlich aber noch nicht kann. Aber was sie hoffentlich bald kann. Das fände ich wenigstens sehr toll, aber ich hoffe jetzt einfach, dass bald Monster kommen, die bei Milena halt auch noch gezählt werden. Bei Amarok und Schnitz halt auch, damit die auch mal ein bisschen weiter
ihre Beherrschungsgrade höher kriegen halt. Obwohl, ich glaube, gegen euch kann ich besser das. Und du benutzt den mal auf dich selbst. So. Ja, das ist in der Tat. Dieser Blitzstab ist ganz praktisch für Milena. Der kostet halt auch einfach keine. Und das meine ich mit Ausweichen. Der kostet halt auch einfach keine MP. So. Schon wieder ausgewichen. Wie schön. Fick dich. Endlich. Mein Gott. Schwere Geburt. Hilfe. So. Rein da. Weiter geht's. Langsam können wir wieder in eine Schatztruhe kommen. Ach, sieh mal einer an. Da waren wir doch gerade. Oder vorhin. Im letzten Part halt. Da unten. Wo ich noch meine Hallos hatte. Geht's da jetzt weiter? Geht's da nicht weiter? Weil ich nicht aufgepasst habe. Das nervt mich jetzt im Hinter. Beim Hinterkopf habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf, dass ihr jetzt irgendwie so ein blödes Geräusch die ganze Zeit hört. Dabei ist das so leise. Oh. Ah. Auf jeden Fall, Rebecca hat gerade nochmal bei Händlerin noch einen draufgekriegt. So. Ja, greift einfach mal alle normal an. Das ist gerade das Sinnvollste. Yes! Kritischer Treffer, Milena! Du kannst ja richtig Schaden machen, wenn du willst. Jetzt mal schnitzt den noch fertig und dann waren wir mal richtig gut in der Runde hier. Also wenn Milena das immer machen würde, das wäre doch mal geil. Oh, ich glaube, das ist dieser Samen schon. Eine recht pfiffig wirkende Pflanze schaut aus dem Gebüsch heraus. Versuchen sie zu entwurzeln? Ja. Aua, das tut weh, wisst ihr? Die Pflanze kann sprechen. Wie würde es euch gefallen, wenn ich eines Tages ankäme und versuchen würde, euch den Kopf abzureißen? Well, but if they would cut your head off, you won't be so annoying. Cut it off! Ich wage mal die Vermutung, dass ihr auf der Suche nach Vernunftsamen seid, richtig? Ja. Mann, das sind Samen, die werdet ihr nicht bekommen, indem ihr mich entwurzelt. Was bringen sie den Kindern bloß heutzutage in der Schule bei? Wenn ihr hinter Samen her seid, hier sollten eigentlich einige auf dem Boden herumliegen. Schaut doch einfach mal nach. Okay. Untersuchen. Sucht den Boden ab. Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Ich renne jetzt nicht die ganze Zeit wie blöd im Kreis und... Mensch. Oh nein. Das ist mies. Aua, das ist eine richtig miese Attacke, die du da gerade benutzt hast, du blödes Scheißviech. So. Warum habe ich da gerade eigentlich Gebäck gelesen? Irgendwie habe ich gerade Gebäck gelesen. So, Stab von Gent. Wer muss denn zuerst? Milena. Die ist am gefährdendsten, weil die auch einfach viel zu wenig Lebenspunkte hat. Amarok und Schnitz haben halt richtig viele. Adriel hat auch viel zu wenig, aber ich weiß nicht, ich glaube Adriel, der kriegt. Ich glaube, der wird weniger angegriffen als Milena. Milena hingegen wird schon irgendwie mehr angegriffen. Insofern hat sie auch immer ein bisschen weniger. Aua! Danke. Insofern hat sie auch immer ein bisschen weniger LP als Adriel. Beziehungsweise muss öfter geheilt werden. So. Du willst mich ja jetzt wohl verarschen. Ja. Vernunftsam. Geht doch. Wollte gerade sagen. Irgendwo kommt doch einer. Amarok erhält Vernunftsam. Sagte der nicht, es liegen ein paar auf dem Boden rum? Kann ich die auch so verwenden? Oder kann, ist das nur einfach so ein... Ah, ich glaube, das ist bei Amarok, ne? Ja. Bei Vernunft scheint es sich immer ein Gegenstand zu haben. Wer weiß, welche Kräfte darin stecken. Sich kein Laden, sowas abkauft. Ja gut, wenn das ein Item ist, was einem niemand abkauft, dann wird es hiervon auch nicht mehrere geben. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, wenn das irgendwie die Weisheit oder so erhöht hätte, dann sammle ich die jetzt, aber dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Ha, dann haben wir die ganze Sache ja anscheinend so, schon so gut wie hinter uns gebracht. Das ging ja schnell. Irgendwie habe ich da jetzt damit gerechnet, dass es aufwendiger wird, an diese komischen Samen ranzukommen. Milena, du kannst richtig sinnvoll sein mit diesem Stab. Aber nur mit diesem Stab. Sonst bist du so nicht, sowas von nicht sinnvoll.
Aber Amarok, du bist sinnvoll. Vor allen Dingen in Kombination mit Milena Stab. So, aber Adriel hat jetzt ruhig mal heilen können. Aber der ist manchmal mit seiner Flinkheit noch ein bisschen... Also er hat keine große Flinkheit. Hat er wirklich nicht. Ja, sieht man dann halt auch an solchen, in solchen Momenten. Und manchmal hat er dann... Manchmal macht er, agiert er als Erster, manchmal als Letzter. Das ist immer so ein bisschen Glücksspiel. Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass er noch zum Zug kommt. So, egal wann er angreift. Ja, guck, jetzt ist er wieder so früh dran. Aua, aua, das tut weh, das tut richtig weh. Den da kriegt auch nochmal einen auf den Sack, Adriel auch. Klasse, so. Sehr schön. Oh, wir hatten Level Up. Adriel wieder, oder? Ja. Da. Guck, jetzt kriegt er auch endlich mal Weisheit dazu. Jetzt kann er auch bald mal sinnvoll sein. Es irritiert, hat mich echt irritiert, dass er immer nur Stärke dazu bekommen hat. Ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Es ist ungefähr, dann hat es aufgehört, als ich die Laufbahn mit ihm gewechselt habe. Danach wurde das, glaube ich, besser. Ja, irgendwie so. Ach ja, ich wollte euch noch sagen, ich könnte ja rein theoretisch auch schon mit ihm die Laufbahn wechseln, aber ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht gemacht, und zwar aus folgendem, ich bin gerade verwirrt, aus folgendem Grund, die Statuswerte, die er bekommt, werden durch deine Laufbahn beeinflusst. Bei Rebecca ist es mir egal, weil ich sie im Moment eigentlich nicht vorhabe zu verwenden. Aber sie hat später halt wahrscheinlich so ein paar Zusatzfertigkeiten nette, die man halt immer mal benutzen kann. Zum Beispiel als Händler, als Monsterjäger. Diese ganzen Ausbildungen macht sie ja auch zum Dieb halt, hat sie abgeschlossen. Sie ist jetzt eher so die, nicht so die Kämpferin, sondern die, die die interessanten Fertigkeiten hat, wo man später sich ein paar mehr Items besorgen kann und so ein Krams. Ich gehe gleich nochmal kurz rechts rum, ob da noch was war. Deswegen ist mir das egal, was für sie zum Schluss für Werte hat eigentlich. Oder ist es mir nicht so wichtig. Aber bei ihm ist mir das nämlich schon relativ wichtig, dass er jetzt noch schön brav Weisheit weiterkriegt und so, dass seine Heilmagie auch schön sinnvoll ist. Ja, deshalb habe ich ihn jetzt noch nicht, sonst müsste ich ihn nämlich, ich weiß gar nicht gerade, auf was ich ihn stellen muss. Ich glaube auf Zauberer auch. Oder? Er sollte Paladin werden. Ich glaube, da musste ich ihn auf Kampfkünstler stellen. Und das wollte ich auf jeden Fall im Moment noch nicht. Und deswegen warte ich jetzt erstmal ein bisschen. So. Du musst mal wieder heilen. Und zwar dringend. Und zwar erstmal Milena. Milena hat nämlich immer weniger Lebenspunkte als alle anderen. Ach ja. Gut. Hätten wir das auch? Gehen wir weiter. Oder eher weiter zurück. Ich könnte mich teleportieren, ne? Könnte ich wirklich, ne? Ich bin so doof. Okay. Ich mache noch den Kampf und dann teleportiere ich mich. Warum bin ich so dämlich? Ich vergesse das irgendwie immer, dass ich das ja jetzt kann. Irgendwie bin ich dann immer noch so ordentlich und will dann immer durch die ganze Höhle zurückrennen, weil sich das irgendwie so gehört oder so. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Tick von mir. Es ist, ich sehe solche Dinge auch immer als gute Gelegenheit an zu leveln, muss ich ja sagen. Aber im Moment ist es eigentlich nicht notwendig. Ich habe heute 4 Stunden gelevelt. Ich muss, weiß Gott, heute nicht noch mehr leveln. Vor allen Dingen nicht, wenn diese Viecher mir alle schon gar nichts mehr bringen. Gerade dann nicht. Oha. So, wollen wir uns gleich erstmal angucken, wie es mit Amos so aussieht. Wenn ich dann gleich in Schroffhausen bin, kann ich den Part auch schon wieder beenden, sehe ich gerade. Jetzt müsste ich mich doch eigentlich teleportieren können. Oder nach Schroffhausen. Ja, bitte. Ja, Tatsache. Ich bin so doof. Warum mache ich sowas nicht? Aber so hatte Adriel jetzt wenigstens noch ein Level up. Aber trotzdem, warum mache ich sowas nicht? Genau, eben in die Stadt rein. Und auf der Weltkarte hängt das immer so dämlich. So. Hier ist eine gute Stelle, um zu cutten. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann schauen wir mal, was jetzt mit Amos so wird. Also, adios!